Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und einem Live-Update. Dieses Live-Update möchte ich, glaube ich, schon seit November machen. Und ich war mir dann auch irgendwie sicher, dass ich es gemacht hätte, was irgendwie doch nicht der Fall war. Es hat sich ein bisschen was verändert, nicht so viel, aber ich wollte auch das Video mal wieder nutzen, um mit euch zu sprechen, um über die aktuelle Lage so ein bisschen auch zu reden, weil ich weiß, dass einige hier neu sind und einige mir auch nicht auf Instagram folgen, wo ich ja sehr, sehr viel eigentlich von meinem Alltag und meinen Befindlichkeiten teile. Deswegen wollte ich das hier einfach mal wieder thematisieren. Ich möchte auch wieder aktiver hier werden, aber das habe ich, glaube ich, schon im Dezember gesagt. Und wir haben ja gemerkt, wie das funktioniert hat. Was sich im November ganz krass verändert hat, ist, dass wir umgezogen sind, dass wir uns vergrößert haben, dass wir einen höheren Lebensstandard haben. Kann man das so sagen? Also früher hatte ich keine Geschirrspülmaschine. Jetzt habe ich eine Geschirrspülmaschine. Das ist für mich Luxus jetzt mittlerweile. Wir haben einfach mehr Platz, wir haben mehr Räume, wir haben mehr Quadratmeter für uns alle. Und das war so, so gut. Also natürlich war das alles anstrengend, wie dieses Wohnungen anschauen, den Umzug planen, Wohnungen renovieren, neue Möbel besorgen und so. Aber es hat sich so krass gelohnt. Das ist mir erst wieder vor ein paar Tagen so aufgefallen, dieses, ich glaube tatsächlich, wo ich den Geschirrspüler eingeräumt habe, daran mache ich so ganz so viel fest, so, du hast jetzt einen Geschirrspüler und man merkt richtig, wie dieses mehr Platz uns allen auch gut tut. Die Lage ist grandios. Ich befinde mich genau zentral zu Schule, Hort, Kindergarten, Einkaufsmöglichkeiten. Das ist schon mal so, 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 so toll. Hier in der Umgebung wohnen noch zwei Kinder aus Sveas Kindergartengruppe. Aus Vincents Schulklasse wohnen zwei Kinder. Also das ist wirklich optimal. Wir haben einen Spielplatz direkt vor der Nase. Es ist ganz, ganz ruhig. Also echt toll. Da freue ich mich sehr drüber. Es hat sich auch sehr gelohnt. Und diesmal so von der Wohnungseinrichtung, ne? Ihr könnt jetzt mal bitte jetzt direkt in die Kommentare schreiben, wer erinnert sich an meinen letzten Umzug? Das würde mich sehr interessieren, wer da hier schon dabei war. Und wenn ich das jetzt sehe, damals war das so, es musste schnell gehen. Ich selbst war gar nicht da, um die Wohnung zum Beispiel zu streichen. Das hat meine Familie gemacht. Möbel habe ich halt genommen, was da war. Also was ich halt mitgenommen habe, beziehungsweise habe ich auch ganz viel geschenkt bekommen. Das war alles mega krass zusammengestückelt, aber ich war über jedes Teil dankbar. Und die Wohnung an sich, als ich die Wohnung dann jetzt abgegeben habe, wir haben dort drin jetzt dann 2,5 Jahre gewohnt, war ich so entsetzt, weil die Wohnung halt echt nicht so doll war. Aber das war die einzige Wohnung, die ich mir damals angeguckt hatte und ich habe die sofort genommen. Hatte einfach keinen Kopf und keine Zeit, da irgendwie großartig drüber nachzudenken. Ich brauchte einfach was zum Wohnen. Und jetzt war es so, ich habe mir echt ein ganz paar Wohnungen angeguckt. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ne, was will ich in der Wohnung, wie soll auch die Lage sein. Ich habe jede Wandfarbe selbst ausgesucht, jedes Möbelstück selbst ausgesucht. Das ist alles meins, das ist alles meinem Kopf entsprungen. Und das ist tatsächlich super viel wert und macht auch ganz viel mit diesem Wohlfühlgefühl zu Hause. Ich habe ein grandios tolles Bett. Also das ist so, darüber bin ich sehr, sehr froh und bin auch sehr, sehr froh, dass wir das trotz dieser Corona-Lage so geschafft haben. Damals war es ja noch möglich, in Möbelhäuser zu gehen und in Ruhe was auszusuchen. So verrückt. Sonst hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Ich habe mal die Frage bekommen, ob ich immer noch alleinerziehend bin. Bin ich immer noch. Bin auch immer noch Single. Das ist so ein Thema. Leute, könnte ich ein Buch drüber schreiben. Wirklich. Aber es geht mir gut damit. Es ist alles fein. Ich habe dazu bei Instagram mal einen Post veröffentlicht. Das war auch was ich lernen musste, dass ich
dass ich nicht falsch bin oder minderwertig bin, weil ich Single bin oder weil ich ein alleinerziehender Elternteil bin, sondern dass mit mir alles völlig in Ordnung ist, dass da nichts repariert werden muss, nichts hinzugefügt werden muss, weil irgendetwas fehlt oder weil etwas fehlerhaft an unserer Familienkonstruktion ist. Überhaupt nicht. So wie wir sind, wir drei mit den zwei Katzen, ist das perfekt und ist das richtig und ist das genauso wertvoll wie eine andere vier- oder fünfköpfige Familie. Genau, das waren so Entwicklungsschritte, die ich da auch so für mich gemacht habe. Also diese Weiterentwicklung, die hört ja nie auf, weil ich immer wieder an Dinge stoße, an neue Herausforderungen stoße, an denen ich wachsen darf. Oder man vergleicht das so mit einer Zwiebel, Persönlichkeitsentwicklung, ne? Und mit jeder Schicht, die du ablegst, jedes Thema, was du bearbeitest, jede Angst, die du löst, jede Blockade, die du löst, entfernst du halt eine Schicht von dieser Zwiebel, um immer mehr an diesen Kern zu kommen. Aber deswegen ist es ja ein Prozess und auch eine Reise, weil da immer wieder irgendwas kommt, was du halt früher weggedrückt hast oder was einfach so geprägt war, was so fest in dir saß, dass es jetzt erstmal gelöst werden darf. Und da bin ich aber auch sehr froh drüber. Und ich hatte gestern ein Coaching-Gespräch und das darf man sehen. Nicht immer nur den Blick darauf, wo bin ich noch nicht? Wo bin ich noch nicht da, wo ich sein möchte? Wo fühle ich mich noch nicht so, wie ich mich fühlen möchte? Sondern, hey, was habe ich denn eigentlich schon alles erreicht in den mittlerweile 4,5 Jahren meiner Reise? Was hat sich denn schon alles Großes getan? Und das ist bombastisch. Da fühle ich mich wirklich so wie dieser bildliche Schmetterling, der aus diesem Kokon, aus diesem echt engen Kokon ausgebrochen ist und die Flügel aufgebreitet hat. Und das darf man sich immer wieder in Erinnerung rufen, was man tatsächlich schon alles geschafft hat in seinem Leben. Und ich probiere immer neue Sachen aus. Also ich probiere immer wieder neue Tools aus, um zu gucken, ist es was für mich? Manchmal ist es auch tatsächlich einfach nichts für mich. Oder es passt nicht in meinen Mama-Alltag, dass es zu zeitaufwendig ist zum Beispiel. Oder ich einfach auch nicht der Typ dafür bin. Gerade bin ich so ganz tief drin im Thema Manifestation zum Beispiel, beschäftige mich ganz stark damit, wie manifestiere ich richtig. Schreibt gerne in die Kommentare, falls euch das interessiert, ich dazu mal ein zusammenfassendes Video machen soll. Dann inspiriert durch meine Freundin beschäftige ich mich zum Beispiel auch gerade so mit Heilstein und Vollmond- und Neumondritualen. Das finde ich gerade ganz spannend. Und da kann ich so überlenken zu einem anderen Thema. Das ist gerade super wichtig für mich in dieser ganzen Corona-Situation, weil ich bin Corona-müde, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Also auf Instagram wissen das alle, da teile ich das super, super oft, dass ich da einfach keinen Bock mehr habe und dass da alle Persönlichkeitsentwicklung der Welt irgendwann auch mal an seine Grenzen stößt, dass man das irgendwie noch toll finden könnte. Aber in dieser Zeit ist super wichtig für mich geworden, immer wieder neue Dinge zu finden, die mich interessieren, die mich so catchen, auf die ich Bock habe. Wie zum Beispiel, ne, dass ich mich halt intensiver mit Manifestation beschäftige oder den Heilstein. Dass ich irgendwas so ein bisschen habe, wo man sich auch drauf freuen kann. Was so ein bisschen wieder diese Würze des Lebens irgendwie bringt. Ne? Wir haben ja nicht mehr Ausflüge, Urlaube, irgendwelche anderen Abenteuer. Also muss man sich das irgendwie woanders ziehen. Ich mache auch wieder ganz viel im Bereich Weiterentwicklung, auch beruflich. Da habe ich mir jetzt einen neuen Kurs geholt, weil es da so ein Thema gibt, wo ich mich einfach weiter reinarbeiten möchte. Also das mache ich halt auch zum Beispiel. Das ist so wichtig für mich geworden, weil man sonst extrem abstumpft. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte diese Zeit. Also ich finde es nicht schön, dass ich so viel Zeit für solche Sachen habe, ne? Das möchte ich nochmal sagen, aber es ist jetzt halt so. Und dann versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das ist für mich tatsächlich so eine Möglichkeit, mir neue Themen zu suchen, mich weiterzuentwickeln. Also ich habe in der Zeit, seit es Corona gibt, so viele Kurse auch gemacht und mich da weiterentwickelt. Die Zeit hätte ich mir halt früher nicht genommen, weil ich da wahrscheinlich im Urlaub gewesen wäre oder im Zoo. So. Und das ist jetzt nicht und dann nehme ich mir die Zeit und habe auch gute Möglichkeiten gefunden, das mit den Kindern prima umzusetzen. Also auch da,
Wenn euch das mal interessiert, wie ich das tatsächlich mache mit den Kindern, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich auch gerne dazu mal ein Video machen. Oder wenn euch dieses Thema Vollmond, Neumond-Rituale und Heilsteine interessiert, würde ich einfach mal meine Freundin zu dem Thema interviewen, weil ich möchte das hier wieder ein bisschen mehr beleben und mir fehlt ganz oft dieses, was erzähle ich euch, weil ich das Gefühl habe, ich erzähle doch schon alles auf Instagram, aber auf Instagram folgt mir ja eigentlich nicht jeder. Und deswegen schreibt da super gerne mal in die Kommentare, wenn ihr so merkt, ich erzähle irgendwas und denkt so, oh, das würde mich interessieren, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Genau, ansonsten hat sich so viel gar nicht getan. Beruflich mache ich immer noch dasselbe. Ich bin Glücksmentorin für Mamas. Ich gebe immer noch meine Einzelcoachings, immer noch meine Gruppencoachings. Es gibt den großen Online-Kurs und die kleineren Audiokurse für die Einsteiger. Es gibt die Meditationskurse, die man machen kann. Es gibt meine kostenlosen Coaching-Impulse per WhatsApp. Ich bin ja relativ aktiv auf Instagram und ich habe ja auch seit diesem Jahr einen Podcast, wo auch bald übrigens ein zweiter dazu kommt, weil ich mit meiner Freundin einen Podcast zu ätherischen Ölen machen möchte. Das dauert aber noch einen Moment. das würde ich euch einfach mal gerade alles in der Infobox verlinken, wenn euch da jetzt gerade eine Sache interessiert. Hey, wo kann ich dir auf Instagram folgen? Wie bekomme ich die kostenlosen Coaching-Impulse? Dann findest du das alles unten in der Infobox und kannst dir das anschauen. Ansonsten fängt in ein paar Tagen meine allererste Mitarbeiterin an und unterstützt mich dabei, weil ich auch bedingt durch Corona, weil die Kinder halt viel zu Hause ist, ich dementsprechend weniger Arbeitszeit habe, ich nicht mehr alles schaffe. Und sie macht jetzt zum Beispiel Dinge. Vor 2 Jahren hatte ich die Idee, das zu machen und konnte es einfach zeitlich nie umsetzen. Und das setzt sie jetzt zum Beispiel unter anderem für mich mit um. Da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf, weil das dann alles wachsen darf, ne? Das, was ich halt so unbedingt machen möchte. Dann kann ich hier sitzen und dieses Video aufnehmen, weil ich weiß, im Hintergrund macht jemand den ganzen anderen Krempel für mich, der heute auch erledigt werden möchte. Genau. Und ich dachte, ich würde gerne mal wieder ein Q&A-Video machen, weil daraus lässt sich auch super abfiltern, was sind gerade eure Themen, was interessiert euch gerade, was wollt ihr hier auf dem Kanal sehen, beziehungsweise was interessiert euch noch mehr, vielleicht auch aus meinem Leben. Deswegen der Aufruf, wenn ihr Fragen für ein Q&A-Video habt, dann stellt die bitte auch gerne unten in die Kommentare oder schreibt mir irgendwo privat eine Nachricht. Das kann sein als E-Mail, die ist unten verlinkt. Das kann sein bei WhatsApp, wenn ihr meine Coaching-Impulse habt oder auch bei Instagram. Das findet ihr auch alles unten verlinkt. Wenn ihr mir die Nachricht lieber privat schicken wollt, dann auch sehr, sehr gerne. Und dann sammle ich jetzt so ein bisschen die Fragen und würde dann demnächst einfach mal ein Q&A-Video drehen. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, was ihr sehen wollt, was euch interessiert, welche Fragen ihr habt. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!